Damit willkommen zurück zu Ale and Tale. Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Das haben wir alles schon. Hier können wir nochmal brauen. Wasser und so haben wir geholt, dann ist das auch gleich voll. Haben wir nochmal Wasser? Das ist ja egal. Und diesen dünnen Mann müssen wir suchen. Ansonsten haben wir jetzt alles soweit voll, ne? Ding, ding, ding. Nimm mal die Axt in die Hand. Tab, was ist Tab? Oh. Gekochter Mais. Ja, können wir noch nicht machen. Brauchen wir Mais. Quests, mehr Kunden. Serviere 10 Gerichte. Okay. Schau dir den Hof an. Es gibt in die Richtung ein schlanger, gruseliger Typ hinter der Taverne abhängt. Du solltest dich lieber vergewissern, dass es kein Slenderman ist. Okay. Hinter der Taverne, das ist in die Richtung. Hallo? Hallo? Boah, das ist nur die Vogelscheuche. Alter. Hello, Scary. My mother said I'm handsome. You are. You're a very handsome scarecrow. For someone, I'm sure you're the centerpiece of this, what's that garbage dump around here? It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. It was a fun time. No doubt. What if we returned this place to its former glory? Unfortunately, this weed has been banned. No, I'm talking about the garden. Here you can grow fruits and vegetables. Vegetables? It's possible, though you'll have to work hard. Clean up all this rubbish. I think I'll start with that. Well, good luck. Okay. Befreie den Garten von Schutt. Ach, jetzt kann ich das machen? Tatsache. Wenn jetzt kommt mit Kaufe dies, das und jenes, dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen die Taverne öffnen. Zell. Kehre zur Vogelscheuche zurück, alles klar. Hello, Scary. You don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah, this place looks like a vegetable garden now. A vegetable garden? Time to plant something. Do you know where I can get some seeds? But that's illegal! Though I know a couple of guys who have seeds of this magical herb. No, I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Well, it's a pity. Wild corn grows nearby. You can collect seeds from it. Thanks. I'll go look for it. Okay. You're welcome! Wilder Mais. Finde wilden Mais. Boah. Ist das hier Mais? Nee. Das ist Getreide. Da hinten? Wilden Mais. Oh. Ja, hallo. Eins von drei. Da ist, glaube ich, noch eins. Ja, und da hinten haben wir noch eins. Da ist drüben ist gleich noch eins, habe ich gesehen, rechts von uns. Ich hätte gern noch mehr, da oben. Wildschwein. Es ist gerade sehr verführerisch. Ja.
Das war ja einfach. Wo ist Fleisch? Einmal nur. Okay. Was ist das? Pilze? Nehmen wir mal mit. Die Frage ist, wenn wir uns so eine Lagerkiste kaufen und da Sachen reinlegen, zählt das als Inventar? Alter, das artet ja richtig aus hier, das Spiel. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man hier so extrem auf Erkundung gehen kann. Und das Ding ist, es geht sogar im Multiplayer, also bis zu 4 Spieler, glaube ich. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Moskitos oder was? Bienen? Könnten Bienen sein. Die sehen gefährlich aus. Ich will mich nicht stechen lassen. Geh mal wieder zurück. Da gibt es nochmal sowas. Da gibt es noch sowas anderes, Fleischiges. Oh. Gott, wir brauchen so ein Heilungsding. Okay. Wir sollten die Eber jetzt in Ruhe lassen, sonst sterben wir. Und ich will nicht, dass das ganze Inventar weg ist. Reisepilz. Jetzt weiß ich auch, warum man die öffnet und schließt, die Taverne. Wir haben einfach dann einen Haufen Zeug zum Vorbereiten. Da ist nochmal ein Eber. Da war doch gerade noch einer hier. Okay. Da ist noch ein Eber. Okay. Okay, 10 Stück haben wir jetzt zusammen. Wo waren das jetzt hier? Good day to you. Hey there, I've got the seeds. Are those the ones? The ones. Wow, I wasn't hoping. Plant them ASAP. Can you tell me? Maybe there is some kind of technology? You plow the ground with a hoe, plant it, water it with a watering can, fertilizers to your taste. You need a lot of heat and light, but there are no problems with this here. Understood. Seems fairly simple. I'll take care of it. Oh, das heißt, I can't wait! Das heißt, wir brauchen erstmal noch eine Hake und da haben wir das Geld nicht. Das wiederum heißt, wir müssen erstmal die Taverne öffnen. Ja. Okay. Dann machen wir das mal. Die Samen lege ich mal hier mit runter. Die Pilze, die Pilze. Das können wir noch tauschen. Das können wir hier hoch. So, 3 Fleisch. Können wir auch hier runter. Herein, herein. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Gibt es wieder was zum Reinigen? Da. Okay, 90. Ah, hier. Könnte man eine Feuerschaufel rein? Ich glaube, da könnte man eine Lage machen. 90. Bin gleich da, ich muss gucken. Oh, hier. Apfel. Oh. Okay. So. Was können Sie für mich tun? So, bitch.
schön. Salat. Wir haben keinen Obstsalat. Grill könnten wir kaufen. Guck mal, das ganze Eberfleisch. Grill. Hab ich noch ein Bier einstecken? Ja. Hab immer ein Bier einstecken. So, nochmal waschen. Waschi, waschi, waschi. Okay. Hier gleich mal tatatatat. Gerstenbrei. Oh, halt. Wir haben noch einmal. Ich glaube, hier brauchen wir erstmal nicht so viel bauen. Zwei, drei. Mal waschen. Wenn wir das nicht im Angebot haben, könnt ihr das auch nicht trinken, ne? Wer ist hier besoffen? Hopp. Ist besoffen. Halt nicht, wo hier noch Zeug sein soll. Mal tauschen. Oh, ups. Brei fallen lassen, naja. Kriegt der nächste. So, Wasser holen. Aber wie gesagt, dass das Spiel hier so ausartet, dass man so weit laufen kann und so, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dass man da so richtig noch erkunden muss und Quests hat. Ich hätte gedacht, ich habe hier meine Taverne und baue so ein bisschen auf und gammel hier rum. Nö, man muss jetzt auch noch sammeln, in den Wald gehen, Pilz holen. Du bist der Geier, haben wir schon gewaschen alles, jo. Machen wir mal ein bisschen nachfüllen. Nimm mal das mit und das mit. Was willst du? Ein Brei, okay. So. Hier drüben ist auch noch alles voll. Bleibt das eigentlich immer heiß? Ja, ja, ja.
wieder waschi-waschi. Wasser sieht noch recht gut aus. Können wir auch mal nochmal nachlegen. Hier haben wir noch jede Menge. Wobei, hier können wir rausnehmen. Hier können wir rausnehmen. Hier können wir das wieder rein. Und Wasser. Und schon mal kochen. Und hier haben wir jetzt dann keinen Saft mehr dafür, ne? Keine Gerste. Naja, gut. Wasser holen. Oh, Kohle sieht auch wieder gut aus. Ich glaube, wir könnten jetzt mal die Hake kaufen und unser Geschäft wieder schließen. Oder es einfach noch ein bisschen laufen lassen. Wir haben ja, wir haben noch jede Menge Zeug im Überfluss. Anrichten. Oh, hier ist auch noch alles voll. Kommt rein, Beste! Oh. Ja, das ist schon kalt. Das ist schon kalt. So. Ich hab keine leeren Krüge. Was, du hast alle? Soffen oder was? Ab. 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 Katastrophe. Ein Brei, bitteschön. Obstsalat. Wir haben keinen Obstsalat. Wir haben nur Gerstensaft. Und Haferbrei. Das wird dir wohl reichen. Ja, mal ist noch echt alles voll, ne? Oh. Hier ist im Inventar. Leere Schüssel, leere Schüssel. Hier haben wir noch zweimal bei. Einen Apfel könnten wir da verkaufen. Wieder. Hier haben wir genug. Wir brauchen wieder mehr Brei. So. Besoffen, dann nehmen wir nur den Tisch weg. Beziehungsweise den Sitzplatz der potenziellen Gäste. So, halb gereinigt, ist auch schon fast gespült. Hier können wir nichts ansetzen. Wir können schon mal Wasser reinmachen. Mein Gott. Ab. Ab. Schön. So. Greetings, traveler.
Greetings. Oh shit. Ab, betrunken, schwinde. Lass mal schnell hier das kochen. Und hier brauchen wir 10 und Wasser kochen. Bier, bett. Ist das jetzt hier noch da? Ja. Greetings, Traveler. Was ist das hier eigentlich? Äpfel. Ich ist gut unterwegs. Hey, schön bezahlen, meine lieben Freunde. Zeche wird hier nicht geprellt, ja. Ja, Wasser. Mal wieder den Spüli machen. Wieder Wasser holen. Komm gleich, muss noch spülen. Ah, okay, warte, ist das eine noch? So, was darf es denn sein? Der Herr, ein Brei, jawohl, die Dame. Bier, Brei. Alles klar. Bier sieht noch gut. Okay, wir haben noch ein Bier, ein Brei einstecken. Bierfass benötigt. Nimm Fass. Oh. Nimm das. Und hier hin. Okay. Naja. Mit Schwund ist zu rechnen. Ah ja. Bitte schön. Extra für sie aufgehoben. Den habe ich den ganzen Tag schon mal in der Tasche rumgetragen. Hm? Oh mein Gott. Okay, wir hätten uns die Spritze kaufen sollen. Gold. Die sind noch da. Elf Gold. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also überhaupt nicht. Ja, komm. Hier, du kriegst noch was und dann ist Ende. So. Dann schließen wir. Keine neuen Gäste. Kannst du dich austrinken in Ruhe. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Futter. Gerstenbrei. Tack und Wasser. Oi. Okay. Thank you.
Machen wir den Spül. Den Abschlussspül. Okay, wir haben jetzt 900. Lass mal überlegen. Sauberkeit. Wie sieht's aus? Sauberkeit. Ich mache Spinnweben weg und es wird schlechter. Hä? Was? Wo ist denn hier noch was? Ich glaube, hier drinnen wird immer, könnte man eine Bestellung wurde aufgeben. Prüfe das Bestellbrett. Fisches Bestellbrett. Okay. Oh. Werden die da hingelegt? Na gut. Was ist das hier? Kleiner Gesundheitstrank. Okay. Welches hier? Mich, wo sie dreckig sein soll. Also. Ich kann ja mal komplett durch. Okay. Ah, Spinnnetz. 90. Ja. Ah, hier. 93. Oh. Ja. 96. Irgendwas fehlt immer noch. Gut, Bestellbrett. Ist das das hier? Essenslieferung. Liefer Essen an Kunden aus. Belohnung 110. 240. Okay, pass auf. Ein Gerstenbrei, ein Getränk. Von jedem zwei. Den Rest kann man nicht machen. Von jedem zwei. Wo tue ich denn das leere Kram rein? Leere Teller. Eins, zwei. Ja, passt doch direkt. Ja gut, hier haben wir drei Krüge, aber ja gut. So. Okay, wo muss ich hin? Hier, jetzt angenommen. Hier. Folgen. Das wäre da drüben. Folgen. Das wäre da drüben. Ich hoffe, wir schaffen das nicht in der Zeit. Das ist mal so mein Gefühl. Vor allem wir rennen schon. Dauersprinten. Ja, zu zweit oder zu dritt wäre die Quest jetzt natürlich easy. Jeder in eine Richtung. Da ist er. Alles klar. Quest. Hierhin. Folgen. Quest hier. Ist ungefähr die gleiche Richtung. Okay. Folgen wir aber erstmal die hier. Da
Hoffnung, dass wir dann irgendwie auf dem Weg zurück oder so den anderen mit ablaufen können. Stellung aufgeben. Ja, habe ich doch. Was? Bierkrug. Habe ich doch dabei. Nein. Wir haben bloß Starkbier dabei. Shit. Die wollen normales Bier. Was ist denn das hier? Banditenlager oder was? Schnell wieder weg. Ciao. Ist da habe ich natürlich jetzt nicht so drauf geachtet, ne? Heute Kiste Apfel. Oh. Hier essen. Oh ja. Oh ja. Okay, man kann sich also auch mit Äpfel und Zeug healen. Greetings, Traveler. Greetings. Boah, eine Harke. Und eine Gießkanne. Okay. Hab ich beides. Wir haben noch 700. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das kaputt machen? Nö. Gott, sind die Wildschweine gefährlich, ne? Okay. Achso, das wächst von alleine. Ich schütt ja Wasser da auf ihn, Bekloppter. Okay, wir haken mal eben durch. Dünger haben wir ja keinen. Naja. Good day to you. So, gießen, gießen, null. Wasser einmal voll machen mit. Gut. Könnten wir uns mal einen Grill leisten?
Greetings, Traveler. Greetings. Haben wir irgendwelche? Nee, das ist erst, glaub, Level. Damit kannst du alles abschießen. Gesperrt. Wann kriegt man das frei? Angelroute ist ja auch noch gesperrt. Traube. Setzt Objekte in Brand. Domestiziertes Schwein. Was mit Apfelwein? Bourbon? Whisky? Traubensaft? Ja, Traubensaft, ne? Ja. Ist auch sowas wie Wein. Gesundheitstrank kostet halt 100, ne? Möbel. Wenn ich den Grill jetzt hole. Der Ofen wird zum Backen verwendet. Herstellung Kompost. Dreck putzt sich nicht von alleine. Ab Stufe 8, wenn ich das richtig sehe. Welche Stufe haben wir denn? Steht das hier irgendwo? Tab Inventar, sortieren, Rezepte. Quest, rede mit dem Händler. Gesundes Essen, kaufe Hake, ernte ausgewachsenen Mais, Status. Vielfalt. Wenn du deinen Gästen immer das gleiche Essen servierst, verringert sich der Wert drastisch und du erhältst weniger Erfahrung. Naja, wir haben ja nur zwei Rezepte, also haben wir eine hohe Vielfalt. Serviertempo. Je schneller und desto mehr Erfahrung wirst, dann hältst du, okay. Sauberkeit. Erfahrung. Reputation. Also, wie. Ja, wie populär quasi das Saftladen ist. Ach hier, Stufe 5. 5. Okay, dann sind wir ja gar nicht mal so weit weg. Dann nehmen wir jetzt den Grill. Und die Frage ist, ob sich das lohnt. Aber wir haben doch keine gescheiten Waffen, ne? Wir haben eigentlich nur die Axt. Ah, was kosten diese Heiltrank? 100. Okay, dann gib mir mal ein. Kleiner Gesundheitstrank. Stellt 25 wieder her. Okay, dann hätten wir 100. Okay. Mit dem Grill. Den Grill. Wo hier daneben. Ah, da brauchen wir bestimmt Holz. Wieso? Steht da ein Ziegelstein drunter. Zubereitung. Gebratenes Eberfleisch. Okay. Da haben wir ja. Okay, 3 von 5. Warte mal. Den Krug machen wir noch voll. So. Das kommt alles hier hin. Oh. So. Perfekt. Dann das hier kann man noch voll machen. Okay. Keine Teller mehr, sehr gut. Gießkanne, weiß ich nicht, ob man die noch braucht. Ich könnte die ja im Garten liegen lassen, oder? Good day to you. Ja, vielleicht hier so hin. So. Gießkanne, die Hake, brauchen wir eigentlich hier auch nicht. Ich
Okay, wir müssen immer wieder neu anbauen. Wir kriegen anscheinend keine Samen raus. Oder? Nee. Den Krug können wir mal noch weghauen. Mal probieren. Day to you. So, geht das? Nee, geht nicht. Hab ich mir schon gedacht. Also wir brauchen auf jeden Fall die Samen. Und die haben wir nicht. Wir hätten hier noch Starkbier fast. Okay. Den Mais. Mal da hin. Schmeißt du das dann auch weg? Ja. Okay. Dann schmeißen wir das raus, das raus. Kann im Komposter verwendet werden. Okay. Wir können es natürlich eigentlich auch irgendwie verticken. So gern jetzt das Schwein braten. Fehlen uns aber noch zwei. Verkaufen. So. Dann gehen wir nochmal auf Schweinejagd. Guck mal, im Garten war noch die, ne? Im Garten. Oink, oink, oink. Ah, da. Bleib stehen. Okay, es gibt halt immer nur eins. Dürfen wir uns nicht treffen lassen von den Viechern. Problem ist nur, ich weiß nicht genau, ab wann die zuschnappen. Hallo, oink, oink. Und waren hier noch ein Haufen Schweine? Da hinten leuchtet was. Oh. Erste. Nehmen wir doch mit. Pilz nehmen wir auch mit. Bestimmt wieder so ein Bösewichtlager, oder? Ein Schlick. Oh, ein Bild. Das
müsste ein bisschen heller sein, dann sieht man vielleicht, wo hier noch Kisten oder so stehen. Ein Schwein gehört. Drüben. Machen wir erstmal. Oh, öffnen. Alles neu. Mehr scheint hier nicht zu sein. Jetzt wird es langsam heller. Okay. Wo Schwein? Wo war das jetzt? Hier drüben irgendwo. Da steht's. Okay, wir verlieren halt immer 20. Die Frage ist, ob sich's lohnt. Also dieser Trank kostet 110 oder 100 irgendwas und heilt aber nur 25, ne? Das heißt, wir müssten 4 Tranks nehmen, also für 400. Die Frage ist, kriegen wir überhaupt so viel Kohle rein durch das Essensverkauf? Weg. Alles klar. Wir haben bloß gerade keine. Greetings, Traveler. Zum Lagern von Gegenständen verwendet. Es ist halt immer noch die Frage, ne? Nimmt der das dann. Also wenn ich das in die Truhe lege und jetzt irgendwas zubereite, nimmt er das dann automatisch daraus oder nicht? Oh, wir haben hier noch ein Bild. Kann im Komposteimer verwendet werden. Schlick. Ja, das müssen wir auch noch wegschmeißen. Kartoffel. Achso, wir brauchen Teller. Speisekarte, Ebersteh, kostet, kriegt man auch 30. Ja, können wir mal reinnehmen. Aber wir haben halt nur 5 Stück und dann gibt es die nicht mehr. Gerstenbrei kriegt man auch 30. Ah, hier kriegst du 78 XP. Okay. Von der XP her ist es okay, aber vom Geld ist es eigentlich egal. Starkbier ist 22, Bier ist 33. Das heißt, wir müssen das Starkbier mal zum Bier tauschen. Hey, hey, hey. Ah. Oh,
Komm, Moment. Bitteschön. Okay, das kann man mal noch wegschmeißen. Das kann man lagern. Mal hier hinten aufhängen, oder? So. Was deine Begierde? Gut, machen wir den Spüli. Was? Tippt man da gerade saufen beim Waschen, oder? Selber essen. Dann kann ich mich wieder healen, da brauche ich diese Dinger gar nicht kaufen. Okay, alles klar, ich verstehe. Alles klar, alles klar. Es healt halt immer 20. Okay. Also wir müssen die Dinger gar nicht, wir können unseren eigenen Brei und so essen und trinken. Perfekt. Gerste. Wasser, Wasser. Mal nachschütten. Hier mal nehmen. Starkbier. Das hier rein. Wasser rein. Kochen. Wir müssen Wasser holen. Alles klar. Dann geht die Rechnung ja auf. Hey. Wir gehen das Viehzeug ein bisschen jagen, fordern den Brei. Für uns und für die Gäste machen wir Grillen. Obwohl es auf Dauer ganz schön teuer, ne? Ja, XP gibt's mehr. Was? Ja, Chivashi. Wie von dem Fleisch habe ich noch? Keins mehr. Dann muss das raus von der Karte. So. Wasser, Wasser, Wasser. Okay. Also, das ist gut zu wissen. Wir müssen uns kein Healing kaufen. Wir können einfach den Haferbrei futtern. Und dann gut. Wir haben keinen Obstsalat. Mir leid, gibt keinen Obstsalat. Benötigt das Fass. Was? Ladadadi. Starkbier. Da. Wir haben noch eins. Wasser haben wir auch noch. Und gib ihm. So. Dann wieder Wasser holen. Und Wasser. Okay.
Jetzt geht's auch wieder rund hier. Schön. Also ich glaube, umso mehr Tische man hat, ne, umso katastrophaler wird das Ganze hier. Ah, Bier, 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 Bier. Bitte schön. Entschuldigung, ich muss mal eben aufräumen. Und wieder waschi waschi. Waschi waschi. Spiel mit Brill, siehst du viel. Was? Ich war besoffen. Ab. Aus. Bier, 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 stimmt Klammer 2 mit. Oh, bitteschön. Obwohl, was habe ich denn noch hier? Essen haben wir noch. Na egal, spül, spül, spül. Geht nicht. Ganz witzig, die machen ja auch schön Stimmung. Schaut, da spinnen wir eben hier. Hat hier einen Apfel im Augenwinkel gesehen? Haha, ja, warte, warte, bitteschön. Schon richtig gesehen. Okay. Und wo spinnen wir eben hier wieder rum? Nö. Also ich weiß nicht, wo die letzten Prozente sein sollen. War immer durchfegen. Guten Tag, der Herr. Wünschen. Ein Brei, bitteschön. So, wieder mal waschen. Waschi, waschi. Der letzte Gast für heute. Ja. Und dann machen wir mal zu wieder. Alright. Also, ciao. So. Aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Okay, wir können mal wieder Krüge nachfragen. Krüge, Krüge. So, noch ein paar Essendinger. Hier mal wieder nachschütten gleich. 5 davon. Warum haben wir da keins? Ja, warte mal, ist das auch nochmal eine Abstellkammer? Okay. Nee, du solltest doch wieder hier. Bei. So. Krüge. Hier hin. Den dahin. Essen. Das kann dahin, das so hin. Hecke-Kartelle, okay. Ja, den waschen wir noch. Genau, dann haben wir 5 Teller im Petto. Hier können wir gleich mal noch Wasser, was gefehlt hat. Genau. Das ist voll.
Fermentierer. Eigentlich braucht man viel mehr Fermentierer und Zeug dann, ne? So. Wir haben jede Menge Essen. Gut. Vogelscheuche wollten wir haben. Oh. Das machen wir dann. Ja, in der nächsten Folge. Bis dahin. Seid ihr immer noch da?